Ich glaube, hier ist nichts Interessantes, oder? Schaue ich noch mal kurz auf die Map, ob es sich noch lohnt. Doch, genau, reiten wir hier noch mal vorbei an unserem eigentlichen Ziel und schauen uns die beiden Gebäude, die da vorne kommen, noch an. Eins davon ist sogar markiert. Ich weiß nicht mehr, warum. Ich glaube, eins der beiden Gebäude gibt es nicht wirklich. Nee, genau, das ist hier zu betoniert. Aber hier können wir uns auf jeden Fall wirklich mal umschauen. Na dann, hi Ramsi, wie geht's? Nur die Brötchen kommen ans Schnitzel. Nur die harten Brötchen. Nur die harten kommen... Wanted. Das, ich dachte für einen Moment, dass wir das sind, dass das Ellie ist da oben. Aber das ist Emma Patterson und Jason Tatters. Vielleicht sind das Joel und Ellie aus Washington. Oh, guck mal, die werden überall. Das sind immer die beiden, die da gesucht werden. Wahrscheinlich sind das wirklich Joel und Ellie aus dem Paralleluniversum Washington. Erkennst du jemanden? Nein. Die sind zu alt. Die Gruppe, die nach Jackson kamen, wären damals Kinder gewesen. Shit. Hey, sowas begeistert mich. Habt ihr das gesehen? Ich habe die Scheibe eingehauen und die Zettel sind nicht einfach nur verschwunden oder irgendwie komisch weggeglitscht, wie man das erwarten würde, sondern die sind tatsächlich physikalisch einigermaßen wie halt Papier. Ich kann es nochmal zeigen. So Kleinigkeiten finde ich einfach toll. Guck, die werden zu physikalischen Gegenständen und fallen zu Boden. Das ist super. Finde ich wirklich super. Mir geht's auch ganz gut. Dankeschön. Im Plündermodus sind wir. Ganz genau, Ramsi. Bin hier ordentlich am Plündern. Insofern hast du storymäßig nicht viel verpasst, weil ich mich wirklich nur umschaue im Grunde jetzt den ganzen Stream. Hey Davis, such in unserem alten WLF-Versteck nach Vorräten. Es ist vermutlich ziemlich sinnlos, aber jedes bisschen hilft. Nimm mit, was du kannst und komm dann in die Saravana oder so. Und mach dir keine Gedanken wegen Benzin. Wir kümmern uns drum. Gezeichnet Mike. Und ein Revolver, den ich mit meinem Messer hau versehentlich, bevor ich ihn einstecke. Weil warum nicht? Hätte ja auch so eine... Machst du Witze? Oh. Er hätte fast alles für ein paar Bohnen gegeben. Ich hab's nie kapiert. Schmeckt wie verbrannte Scheiße. Danke. Was für Kenner vom Segen. Tja, man kann maximal 3 Blättchen Papier transportieren. Dann ist einfach mal Schluss. Mit Blättchen Papier. Können wir vielleicht nicht den angezündeten Molotow-Cocktail einfach in unseren Rucksack stecken, ohne ihn vorher zu löschen? Ah, hey. Sie wird schon wissen, was sie tut. Oh, eine Karte. Die sieht noch gut erhalten aus. Big Blue. Muss ich an Death Stranding denken, spontan. Ist das ein Space Whale? Brain 100, Brawn 80. Warum hat ein Wal nur 80 körperliche Stärke? 80 Muskelkraft. Ein Wal. Aber okay, vielleicht ist es halt ein normaler Wal, es stimmt schon. Im Vergleich zu so jemandem wie Superman ist halt ein Wal dann auch nur irgendwie ein Klops. Ein dicker Klops. Big Blue ist ein Wesen aus einer anderen Dimension, das das Erscheinungsbild eines Blauwals angenommen hat. Es kam vor über 1 Milliarde Jahre auf die Erde, um über die im Entstehen begriffenen Lebensform zu wachen. Im Entstehen begriffenen Lebensform. Aber warum hat er dann... Ich meine, er ist aus einer anderen Dimension und so, kann schon sein. Aber so wie ich das verstehe, gab es da noch keine Wale, als der schon zu einem Blauwal wurde? Aber vielleicht wusste er, dass es mal blau... Oder er hat dafür gesorgt, dass es Blauwale gibt. Oder so. Naja. Und nutzt seine unendlichen Quell an Wissen, um die Menschheit in Zeiten der Not und des Umbruchs zu führen. Sein unfassbares Alter hat einen großen Nachteil. Tage erscheinen ihm wie Mikrosekunden. Dieser Zeitzerrungseffekt wird jedoch aufgehoben, wenn es die Luft anhält. Was es manchmal Jahre am Stück tun kann. Interessant. Warum nicht?
Also im Grunde lebt er quasi in einem Zeitraffer und die Jahrhunderte, Jahrmillionen ziehen an ihm vorbei wie Sekunden so ein bisschen. Als würde er so, aber wenn er die Luft anhält, dann ist er in unserer Zeit plötzlich. Und dann kann er quasi so bremsen. Das finde ich irgendwie ein interessantes Konzept. Finde ich nett. Warum nicht? Dann hält er jahrelang die Luft an, damit er mit uns Menschen quasi so in der gleichen Zeitlinie existieren. Oh, kann. Quiet, please. Ja. Wie kommen die bloß überall rein? Keine Ahnung. Aber ich hasse das. Ich habe damit gerechnet und habe mich trotzdem erschreckt. Ein Schlüssel mit einem Knochen. Barkos. Barkos. Das ist ein guter Name für den Hund. Ach so, das ist mit Apostroph S. Barkos. Okay. Dachte, das ist... Barkos steht drauf. Genau. Was meinst du, wofür ist der? Keine Ahnung. Schauen wir uns mal um. Sehen wir doch mal nach. Ich dachte, das ist irgendwie so wie Bellos, der Große. So von wegen Barkos, the magnificent super dog. Aber es ist quasi nur Bello. Ein Schlüssel für ein Schloss, das nicht existiert. Hey, wartet mal, kann ich hier vielleicht den Snack klauen? Yeah, Snack geklaut. Das war Alkohol. Sehr gut, Alkohol haben wir eh viel zu wenig immer. Es ärgert mich, dass ich jetzt einen Schrotflintenschuss für den blöden Zombie benutzt habe, aber ich war einfach, ich habe genommen, was halt gerade ausgerüstet war. Kurzschlussreaktion. Ein Schlüssel. Ist der vielleicht nicht für hier? Vielleicht gibt es irgendwo ein Tierfutter- oder Tierzubehörladen in der Nähe, der Barkos heißt oder so. Ich glaube, da waren wir schon. Wer weiß. Du bist in Seattle, nicht in Washington. Ah ja, aber in Washington waren wir im ersten Teil, oder? Das ist Bizarro Welt Seattle. Ich verstehe, wir sind Washington. Ah, neues Fragezeichen. Da ist wahrscheinlich Barco. Die Straße, okay, da schauen wir hin. Ja, Washington, Seattle. Eine amerikanische Stadt wie die andere. Vor allem jetzt, nachdem alles zugewuchert und tot ist. Naja, was heißt denn tot? Es ist so lebendig wie noch nie wahrscheinlich. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Sag mal kurz Hallo, Ratze. Vielen Dank. Dankeschön. Für den Fünfer. Sehr super nett von dir. So, lass mich kurz auf die Karte nochmal gucken. Genau, die nächste dann. Oh oh. Hörst du das? Ja. Ich höre es. Infiziert. Aus dem Gerichtsgebäude. Aus dem Gerichtsgebäude. Das wird richtig übel, oder? Das wird richtig Zumindest übel. Zumindest sind wir bereit. Zumindest sind wir bereit. Hi, Desert Railgun. Hallöchen. Wie geht's? Markus. Hey, hast du davon nicht den Schlüssel? Okay, dann schauen wir da mal rein. Aber wo ist denn hier bitte eine Tür? Wahrscheinlich gibt es hier irgendwo eine Seitentür. Ah ja, da ist sogar ein riesiger Pfeil. Für die Deliverers, ja, ja. Der ist eindeutig für uns. Na gut, vielleicht finden wir noch irgendwas Nützliches für die ganzen Infizierten im Gerichtsgebäude. Oh, Mist, ich hab's. Mal sehen, was hier drin ist. Scheiße, was ist das hier? Irgendeine WLF-Sache. Es ist dunkel, das gefällt mir nicht. Hm.
werde mich mal kurz verarzten. Den Revolver ausrüsten. Eine Nahkampfwaffe wäre schön. Ah, Lappen. Papier habe ich vorher gesagt, ne? Quatsch, Lappen sind das natürlich. Ein Gürtel. Ausrüsten. Guni und Ghost würden das lieben. Ah, ein neuer Gewehrholster. Wer? Die Wildkatzen, die ich hatte, bevor ich nach Jackson kam. Cool. Aber sie wollten irgendwie nicht mitkommen, also ich vermisse die kleinen Tiger manchmal. Hast du Haustiere? Nein, das war noch nie mein Ding. Hm, wenn wir hier fertig sind, können wir dir vielleicht ein kleines Haustier besorgen. Okay, gut. Nee, das Pen and Paper, das ich auf Discord, die Zeichnungen. Nee, das war rein privat. Also da haben wir, das haben wir nicht aufgenommen oder irgendwas. Das habe ich einfach nur mit Freunden, haben wir mit Gorbs unser eigenes Universum erschaffen und unsere eigenen Charaktere und so weiter. Da gibt's nichts irgendwie dazu. Von Crusader, Dankeschön nochmal. 55 Bits, die das Glas wieder ordentlich auffüllen. Vielen Dank. Was ist das? Das sind ihre Angriffspläne für den Konvoi. Mann, die WLF haben das Militär einfach ausgelöscht. Sowas haben die Fireflies nie geschafft. Hier ist auf jeden Fall viel guter Loot. Gut, dass wir hier noch reingegangen sind. Das hat sich gelohnt. Könnte noch eine Elektrobombe machen. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Ah, ich bräuchte... Ach so, das sollte ich mal machen. Ich könnte meine Äxte und so weiter auch verbessern, wenn ich mal wieder eine finde. Eine Zeitung oder so ein selbstgedrucktes Pamphlet. Bear your fangs. Was ist das? WLF-Propaganda. Erinnert mich an die Fireflies in Boston. Mich auch. In New Mexico auch, da gab es diese Ravens. Boston. Beschützer der Verfassung, so nannten sie sich selbst. Es gab anscheinend überall hat sich das Gleiche abgespielt, aber ist eh ganz klar. Quasi so die Überreste des alten Militärs bauen so einen Unterdrückungsapparat auf und fangen irgendwie an, Leute zu exekutieren und sowas und dann bilden sich die Widerstandsgruppen. Wahrscheinlich ist einfach überall in den ganzen USA genau dasselbe passiert, wie wir es im ersten Teil mitkriegen und wie wir auch hier die Überreste sehen. Ja, Carter. Huh. Jetzt braucht er wieder Aufmerksamkeit. Können wir wieder eine Catcam machen? Catcam! Na, 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 na. Hallo! Ich kann es nicht lesen wegen dem Katzenkater. Red Scavenger, hi! Der Katzenkater hat wieder zugeschlagen. Der Ganon ist das hier überall, übrigens, falls ihr euch fragt. Ganondorf Dragmire, der Großmeister des Bösen. Seine Freunde dürfen ihn Ganon nennen. Dem kleiner Ganon, du. Ja. Jo, jo, du Kuschelkater. Ja, machst du gemütlich. Ich glaube, hier haben wir alles. Jetzt muss ich mal schauen, was sie vorher noch auf ihre Karte gekritzelt hat, wegen den Konvoi-Überfallsplänen und so. Da haben wir nämlich wieder ein neues Fragezeichen tatsächlich auf der Karte. Ganz in der Nähe, da waren wir schon, da bin ich schon vorbeigeritten. Huh. Na, schauen wir mal. Na, 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 na.
Catcam. Ich glaube, wenn sich das einschleicht oder wenn das zum Standard wird, dass er öfter hier vorbeikommt und sich hinlegt, muss ich einen Einspieler dafür machen. Kann ich im Stream wie mit dem Bits immer na 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 Catcam einspielen. Wahrscheinlich eine gute Idee. So, irgendwo hier. Ist es etwa das Auto hier, das ich mir doch mal genauer anschauen sollte? International Delivery. Bin hier noch vorbeigeritten, aber hab dann beschlossen, dass es hier nichts Interessantes gibt. Okay. Aber hab das hier übersehen. Da hinten ist was. Da hinten ist was, sagt sie. Wirklich, Ellie? Wirklich? Wo denn? In nix. Ein Safe? Wir haben gar keine Kombination dafür, oder? Nur vier, also nur zwei Zahlen. Use Gate Code. Okay, bei welchem Gate sind wir denn hier? Gate West 2. Das sind nette Rätsel. Ich mag das. Gate West 2. Quatsch. Das war falsch. Ich will wieder zurück, bitte. Nein, nicht so weit zurück. Oh Gott, Hilfe. Okay, jetzt aber. Wo sind denn die Türcodes? West 2, da haben wir es. 451, okay. In welche Richtung ist scheinbar egal. Oh Mann, das sieht gut aus. Loot, 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 loot. Iceman, oder wen haben wir da? Flo? Flo. Ach, Flo, im Sinne vom Fließen. Society of Champions. Brains 80, Brawn. Bis jetzt haben wir noch keine Karte gefunden, die weniger als irgendwie 80 Intelligenz hat, oder? Ich meine, vielleicht ist das der IQ-Wert. Dann wäre das gar nicht so gut. Wer weiß. Zugehörigkeit Society of Champions. Echter Name Olga Kuznetsovich. Oh, da wird wer müde, hä? Ja. Gute Nacht. Ja. Nicht die Maus runterschmeißen, bitte. Olga Kuznetsova machte ihren Abschluss an der namhaften SciTech University als beste ihres Jahrgangs und wurde sofort von der russischen Regierung rekrutiert, um die Forschung über dunkle Energie voranzutreiben. Olga fürchtete... Oh, der kleine Kuschelkater. Olga fürchtete, dass die Technologie zur Kriegsführung eingesetzt werden könnte und versuchte, das Experiment zu sabotieren. Mit dem Ergebnis, dass ihr Bewusstsein mit Wasserdampf verschmolz. Jetzt ist sie in die Lage, ihre Seele in jede Art von Gewässer zu kanalisieren. Aha. Und Objekte in jeder Form von Wasser zu beschwören, sofern eine gewisse Luftfeuchtigkeit herrscht. Neutrale Heldin. Das klingt ziemlich mächtig. Ich brauche meine Hand jetzt wieder. Nein, nimm sie nicht weg. Ja. Okay. Das ist cool eigentlich, dass sie nicht nur so ein Wasserheld ist, deren Körper zu Wasser wurde und jetzt kann sie Wasser schießen oder sowas, sondern sie kann ihr Bewusstsein in jedes Gewässer transferieren und quasi Wasser übernehmen. Also irgendwie auf unserem Planeten ist das ziemlich mächtig. Wenn man jetzt irgendwo auf dem Mars landet, wahrscheinlich eher nicht so. Aber ja, Glück gehabt, auf dem richtigen Planeten geboren für die Superkraft.
würde ich sagen. So, hi the Cluedo. Ich sehe den Chat leider nur so halb, wundert euch nicht, aber die Catcam geht vor. Okay, jetzt haben wir hier alles abgehakt. Jetzt können wir ins Gerichtsgebäude, vor dem ich jetzt auch stehe, ne? Aber mir wird ja eh schon sogar angezeigt, wo ich hin muss, weil ich so lange getrödelt habe. Schimmer, hey, ohne Scheiß, wenn dem Pferd was passiert, das geht zu weit. Jeder kann von mir sterben in dem Spiel, ist alles okay, aber nicht das Pferd. Sonst ist Schluss mit lustig. Hey, danke fürs Subscriben, Tolga. Freut mich, dass du hier bist. Dass die Klicker hier sind, freut mich aber weniger. Ich lass mal die Elektrobomben ausgerüstet. Mal schauen, ob die gut sind gegen Klickies. Ich werde versuchen, wenigstens ein oder zwei Stealth zu killen, aber ihr kennt ja meine Stealth-Kill-Skills. Höchstwahrscheinlich wird alles lange bevor wir den ersten Klicker Stealth killen können, schon eskalieren. Wir haben viel Schrotflintenmunition, das ist gut. Nachgeladen ist sie auch. Ich werde es versuchen. Ich mit Geduld jetzt mal. Ganz cool bleiben. Geduld. Oh, jetzt geht der weg. Ich dachte, du gehst hier im Kreis, du Trottel. Ah, ich sehe das jetzt schon eskalieren hier. Wie funktioniert gleich nochmal der... Ah ja, hier. Der Gehörmodus. Ich höre die gar nicht. Komisch eigentlich, ne? Ah, da. Da höre ich wen. Aber das ist kein Klicker. Tschüss, Kater. Ja. Okay, da bin ich wieder. Hallo. Jetzt sehe ich auch den Chat wieder. Die Freundin kann sterben, aber nicht das Pferd, ganz genau. Die Ellie, alle, ist mir alles wurscht. Bei allen sage ich, na, ist zwar mutig, aber aus dramaturgischen Gründen kann man das durchaus machen. Ist sehr cool. Was, das Pferd? Nein! Scheißspiel. So ungefähr wäre das wahrscheinlich. Schnell jetzt, bevor sich das oh, Klicker. Oh, oh, jetzt habe ich ein Problem. Nein, komm, schnell jetzt. Warum bist du eigentlich nutzlos? Begleitperson. Für was bist du eigentlich dabei? Alles muss ich hier selber machen. Dass das funktioniert hat, hätte ich nicht gedacht. In Dragon's Dogma sind die Begleiter tatsächlich nicht nutzlos. Das ist ein sehr gutes Beispiel für gute Begleiter. Die geben einem Tipps, die sagen einem irgendwie, wo versteckte Schätze sind oder welche Sachen gegen welche Gegner nützlich sind. Die kämpfen auch richtig mit. Die können zur Not alles alleine machen. Die retten einen, wenn man in Bedrängnis ist. Die tragen einen, wenn man bewusstlos ist, weg und wecken einen wieder. Dragon's Dogma hat die besten NPCs ever.
Oh, ich dachte gerade für einen kurzen Moment, sie ist ein Monster. Was das? Sind das alle? Die würden sagen, okay. Ah, ja, genau. Auf das habe ich gewartet. Suchen wir das Benzin. Nicht nur das Benzin, sondern auch Schnaps. Bestimmt cool. Du setzt dich hin, siehst dir Beweise an, versuchst rauszufinden, ob einer lügt. Gib mir nur 5 Minuten und mein Messer. Ich sag dir, ob jemand lügt oder nicht. Oh, wow. Okay. Ellie. Das ist aber nicht sehr effektiv, du Trottel. Wenn du jemanden folterst, dann wird der früher oder später alles gestehen. Ganz egal, ob was war oder nicht. Das ist ja gerade das. Also abgesehen davon, dass Foltern nie sehr cool ist für den Gefolterten. Aber es ist auch nicht mal irgendwie nützlich, wenn es darum geht, dass man Wahrheit rausfinden will. Es ist quasi nicht mal effektiv. Also halt die Klappe und sag nicht so einen Scheiß. So. Bauen wir uns noch einen Molotow-Cocktail. Das lief ja richtig gut. Ich habe echt alle gestealth-killed. Hätte ich gar nicht von mir gedacht. Ich bin begeistert. Cool, cool. Die sind weg. Die Frau hat ein leichtes Gewaltproblem. Ich meine, wenn man hier in dieser Welt aufwächst, dann nimmt man es wahrscheinlich nicht so ernst mit anderen menschlichen Leben. Nee, die haben schon Dialoge drüber geführt, wie die, obwohl die schon Leute umgebracht haben, eigentlich noch Respekt vor menschlichem Leben haben. Sie wirkt ehrlich gesagt noch viel unverhärteter wie Ellie in vielerlei Hinsicht. Hey, hilf mir mal. Weiß gar nicht warum, komm, die haben doch Ähnliches durchgemacht, oder? Ich meine, gut, aber jetzt ist natürlich Joel und so, ne? Hm? Das spielt bestimmt auch mit rein noch bei Ellie. Die will einfach nur Rache momentan. Das ist alles. Es geht nur um Rache. Nein. Ihre ganze Motivation. Dass du in Boston nie Ärger hattest? Oh, ich hatte Ärger. Aber ich bin nie vor Gericht gelandet. Der neue Kater-Schleichmodus-Kill. Wahrscheinlich. Die katzenhafte Schleichpower von Gannon ist auf mich abgefärbt. Deswegen hat das jetzt so gut hingehauen. Ja, Schatten gibt's auch in dem Spiel. Alles, was man braucht. Schatten, Spiegelung, Papiereffekte, Taschenlampen. Alles da. Kater, bitte nicht. Er geht nämlich immer, er setzt sich immer so gern auf die Capture Card und zieht dann manchmal HD-Kabel raus, HDMI-Kabel. Also nicht gut. Das Parkhaus. Das Benzin ist da drin, oder? So stand es auf dem Zettel. Dann lass uns da runtergehen. Der Kater will Aufmerksamkeit offensichtlich. Ach, Mann, oh Mann. Kannst du, Kater, das ist irgendwie, kannst du dich ein bisschen anders hinsetzen, bitte? So, genau. Dann machen wir die Catcam wieder an. Und dann kann ich dich immer, wenn irgendwie geredet wird oder so, kann ich Streicheleinheiten einleiten und dann sind wir alle glücklich. Aber nicht auf mir rumklettern und nicht in den Kabeln rumspielen und so. Bitte, okay? Kater. Jetzt habe ich komplett die Orientierung leider verloren. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo ich schon war und wo noch nicht. Aber da ist auf jeden Fall ein Zettel. Benny, warte mal. Benny, die WLF gewinnt. Die Stadt kann jeden Tag fallen. Und wenn du Fedra nicht verlässt, kann ich dich nicht mehr schützen. Bis vor kurzem konnte ich beinahe verstehen, warum du noch bei denen bist. Aber nach dem Marktmassaker am Donnerstag begreife ich nicht mehr, wie du es uns allen Ernstes
wie du uns allen Ernstes fehlgeleitete Mörder nennen kannst. Diese Leute wollen nur etwas zu essen und für ihre Familien. Und seit heute werden Leute wegen Volksverhetzung ausgewiesen. Das ist ein Todesurteil. Hör zu, du hast noch Zeit. Ich werde für dich bürgen. Triff mich am Freitag um 2 Uhr am Rusten-Café. Allein. Bitte komm. Ich weiß, dass es beängstigend ist, aber es ist der einzige Weg. Deine Freundin Sandra. Und scheinbar hat er sich... Tja, genau, dagegen entschieden. Jetzt ist er tot. Ob er anders noch leben würde, weiß man natürlich nicht.